Hallo liebe GamePro-Leser, hier haben wir das wohl drolligste Spiel, das bislang für die PlayStation Portable erschienen ist. Die Rede ist vom Kugelabenteuer Locoroco. Die Story ist schnell erklärt. Mit einer der hier zu sehenden Knuffelkugeln, den Locorocos, rollt ihr durch kunterbunte 2D-Welten. Dabei mampft ihr Knospen und Fliegen, damit eure Wonnekugel immer größer wird. Denn es gilt, je mehr Locorocos es gibt, desto glücklicher und zufriedener ist die Welt. So simpel wie die Story gestrickt ist, gibt sich auch das Spielprinzip. Mit der L- und R-Taste kippt ihr den Untergrund, wodurch der Grinsekamerad loskullert. Drückt ihr beide Schultertasten zusammen, hüpft der Rundling. Steht ihr vor engeren Passagen, müsst ihr einfach nur kurz auf den Kreisknopf hauen. Jetzt teilt sich euer Locoroco in seine Einzelteile und passt so auch durch die engsten Gänge. Danach haltet ihr den Kreisknopf einfach gedrückt und der grinsende Glibber fügt sich wieder zusammen. Auch wenn es die knuffig-kultige 2D-Optik und der abgefahrene Orm-Sound nicht vermuten lassen, in den trolligen Zauberwelten lauert auch so manche Gefahr. So rauben euch beispielsweise schwarze fliegende Fusselwesen Locoroco-Teile oder spitze Dorn zerteilen euch. Trotzdem ist keines der über 40 Level wirklich richtig schwer. Nur wer das Ziel mit der maximalen Anzahl von 20 Locorocos erreichen will, muss mehrere Geheimgänge finden und manche Levels auch mehrere Male spielen. Als Lohn für solche Mühen winken allerdings drei Minispiele, in denen ihr Bonusteile für euer Locoroco-Haus sammeln könnt. Das Häuschen ist eine Art Mini-Level-Editor, durch das ihr eure Locorocos jagen dürft. Das macht diese natürlich noch glücklicher. Außerdem könnt ihr per Wi-Fi die ergatterten Bauteile mit Kumpels tauschen. Alles in allem ist der Titel also ein kunterbuntes Vergnügen, das aufgrund des grandios minimalistischen Designs und des quirligen Soundtracks einfach jede Menge Laune macht und obendrauf jetzt schon kultig wirkt. Wer also einen drolligen Geschicklichkeitsspaß ohne hohen Schwierigkeitsgrad für unterwegs sucht, kann hier ohne Bedenken zugreifen. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Kullern und mit dem Rest der DVD. Wir hören uns im nächsten Monat. Euer Sebastian.